Rennen, Springen, Werfen und jede Menge Spaß. Die LG Nord lud zum 19. Hallen Kids Cup der Leichtathletik-Nachwuchs, folgte dem Ruf und gab sich im Sportforum Hohenschönhausen die Ehre. Weder Bahn noch Grube waren vor den Kids sicher. Schließlich sollte das vielseitigste Team gefunden werden. Die originellen Disziplinen boten da einen hohen Spaß und Lernfaktor. Also der Deutsche Leichtathletikverband hat sich eine Menge Gedanken darum gemacht, wie man Kinder zu der Leichtathletik führen kann und sie dann trotzdem dabei Spaß haben. Auch wenn es hier nach Spiel aussieht und nach Spaß aussieht, sind da eine Menge Techniksachen mit drin, die die Kinder von klein auf lernen müssen. Schlag auf Schlag ging es im Wechsel zwischen den Stationen. Da blieb kaum Zeit zum Verschnaufen. Wer hier bestehen wollte, brauchte vor allem eins: Teamgeist. Das Größte für mich ist, dass man sehen kann, dass die Kinder viel Freude dran haben und trotzdem noch die Leichtathletiktrainer sehen können, an welchen Sachen sie noch feilen könnten, wenn es dann soweit ist. Ja, so eine Hallensause hat schon seine Vorteile. Zum Beispiel, weil es da auch wärmer ist. Und? Weil die Stimmung besser. Für diese sorgten nicht nur die Athleten selbst, sondern auch Eltern und Trainer. Der abschließende Staffellauf mit Hindernisparcours brachte noch einmal die Nerven zum Flattern und die Halle zum Kochen. Die Kids vom Zehlendorfer TSV räumten gleich zweimal den Pokal des Erstplatzierten ab, und zwar in den Altersklassen U8 und U10. Also ich habe gehofft, wir werden unter den ersten dreien bekommen. Aber dass wir gleich beim ersten Mal schaffen, das hätte ich nicht gedacht. In der U12er-Klasse gewannen die blauen Blitze vom SV Elektronik Hohen Neuendorf. Auch hier kannte der Jubel keine Grenzen. Abgekämpft, aber glücklich, so gehen die Kids wieder getrennte Wege bis zum nächsten Hallenkampf der LG Nord.